Arbeitsamt Jager. Ja, ist da der Herr Harz? Nein, hier ist das Arbeitsamt. Ja, ich rufe an wegen dem Herrn Harz. Wegen dem Herrn Harz rufst du an? Ja, Harz der Vierte. Der Herr Harz, der ist aber nicht bei uns. Aber ihr kennt euch aus mit dem Harz IV. Ja, bist du nicht ein bisschen klein, hier beim, bist du beim Arbeitsamt? Ja, aber ich habe eine Frage wegen Harz IV. Was hast du denn für eine Frage wegen Harz IV? Na, meine Mama bekommt ja jetzt das Harz IV von euch. Mhm. Was möchtest du denn? Na, ich will selber Harz IV haben. Meine Mama bekommt ja ihr Taschengeld von euch. Du bist viel zu klein, du bekommst kein Taschengeld von uns. Du bekommst dein Taschengeld von der Mama, nicht von uns. Wie? Ist die Mama da? Gib mir doch mal deine Mama. Nee, die Mama ist nicht da. Die Mama ist auf Arbeit und die Mama ist auf Arbeit und deine Mama, die bekommt Geld von uns. Hat sie gesagt, dass sie Hartz IV kriegt. Na, was macht denn die Mama? Na, die telefoniert bei der Keuchhusten-Hotline. Die Mama telefoniert bei der Keuchhusten-Hotline? Ja. Na, ich habe einmal mitgehört. Du hast einmal mitgehört. Was ist das für eine Keuchhusten-Hotline? Ja, wir haben doch zwei Telefone zu Hause. Und dann war immer die Mama dran. Und als ich gemeldet habe, bin ich aus Versehen auch mal rangegangen. Und da sind dann immer Männer dran, die haben Husten und so. Ganz kratzig. Da sind Männer dran, die haben Husten? Ja, die machen dann immer so. Du, ich glaube nicht, dass die Männer Husten haben. Deinen Namen. Yes. Was hat denn die Mama für eine Telefonnummer da? Der Mama ihre Telefonnummer? Ja. 0? Ja. 1? Ja. 9? Ja. 0? Nee, die Nummer brauche ich nicht. Warte mal. Nee, warte mal, ich habe deine Nummer hier im Display stehen. Sag mal deiner Mama, sie soll sich mal bei uns melden. Das kannst du der Mama ruhig sagen. Kannst du ihr sagen, der Mann vom Arbeitsamt hat gesagt, sie kriegt jetzt richtig Ärger? Wir werden uns mit deiner Mama in Verbindung setzen. Weil das geht nicht. Das ist nicht drin. Das geht einfach nicht. So, das darf sie nicht. Das ist verboten. Da kannst du ruhig anrufen. Weil ja, das mache ich. Ja, dann landest du beim Radio. Was für eine Sauerei. Das ist nicht wahr, oder?